Zeit, das Schiff zu verlassen. Dezember 1603. Wir betraten einen Cenote unweit der Stadt und schlugen in einer kleinen Nische unser Lager auf.
Lopez hat sein Essen nicht angerührt und verbringt den Abend damit, wie gebannt in die Flammen zu blicken. Ich habe zweimal versucht, ein Gespräch zu beginnen, stieß jedoch beide Male nur auf Schweigen. Er ist so auf das Artefakt fixiert, dass ich mich, wäre ich ein abergläubischer Mann, fragen würde, ob es womöglich direkt zu ihm spricht. Die Soldaten bleiben ebenfalls unter sich. Sie scheinen sich nach einem Kampf zu sehnen. Einer ihrer Hunde hat mich den ganzen Abend angestarrt, als wäre ich seine nächste Mahlzeit. Es war nur ein Geräusch. Hey! Das müssen die verschwundenen Trinity-Soldaten sein. Hoffentlich ist Unuratu okay. Was wird Dominguez mit ihr machen? Hoffentlich lässt er sie leben, solange er die Schatulle braucht. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen.
Wie viele sind das? Nichts wie weg. Sollte sich eigentlich noch drehen. Dieser Rosenkranz ist ein reich verziertes Exemplar der birgittinischen Variante und hat 6 anstatt der üblichen 5 Gesetze. Da ist irgendetwas eingraviert. Andrés López? Thank you.
undatiert. Fremdartige Krieger verfolgten uns durch die Höhlen. Wir rannten, zu schnell für eine genaue Beschreibung. Die meisten Soldaten fielen im Kampf. Sie schlugen sich tapfer, waren aber unterlegen und in der Unterzahl. Irgendwann erreichten Lopez, ich und ein einziger überlebender Soldat einen prachtvollen Tempel. Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie jemand ein derartiges Bauwerk so tief unter der Erde errichten konnte. Eine massive Tür versperrte uns den Weg. Lopez befahl Perez, dem letzten überlebenden Konquistador, mit verzweifelter, brüchiger Stimme Wache zu halten, während wir den Mechanismus untersuchten. Die Tür öffnete sich, doch unsere Freude über diesen Erfolg fand ein abruptes Ende, als wir Perez' Todesschreie hörten. Diese Laute verfolgen mich noch immer. Irgendwie darüber. Dezember 1603. Ich wurde mitten in der Nacht durch ein seltsames Geräusch geweckt. Lopez starrte noch immer ins Feuer, obwohl es inzwischen nur noch aus Glut bestand. Ich fragte ihn, ob er das Geräusch ebenfalls gehört hatte, erhielt als Antwort aber nur ein Knurren. Ich legte ihm eine Decke über die Schultern und fachte das Feuer wieder an. Dann setzte ich mich und lauschte. Ich hörte weit entfernte Schreie und Zischlaute, die vermutlich durch die Windungen der Höhle verzerrt wurden. Doch unter all diesen Geräuschen war noch etwas anderes. Ein schwaches Summen. Ich habe so etwas schon zuvor gehört, jedoch nur selten und auch nur, wenn ich tief ins Gebet versunken war. Es klang wie die Stimme Gottes. Für ein Anblick. Was ist hinter der Tür? Thank you.
brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Fließendes Wasser an dem Rad. Fließendes Wasser an dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Fließendes Wasser an dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Thank you.
Okay. Alle. Zwei Türen, natürlich. Aber das muss die letzte sein. Ah!
brauche fließendes Wasser an dem Rad. Fließendes Wasser an dem Rad. Nicht. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Fließendes Wasser an dem Rad. Nicht. Gut, vielversprechend. Thank you.
Sie gehen nicht rein.